Damit herzlich willkommen zum ersten richtigen Video aus meinem neuen Setup. Ich hoffe, euch hat die kleinen Teilen-Mips am Anfang auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir natürlich gerne schon mal Feedback dazu in die Kommentare. Und wie ihr es wahrscheinlich an Titel und Thumbnail erkennen konntet, wird es in diesem Video eine geupdatete Setup-Tour für 2021 geben, wo ich euch einmal mein ganzes Setup vorstelle und euch dann auch zeige, wie viel das Ganze gekostet hatte. Die ganzen Preise werde ich euch hier immer oben links einmal einblenden. Falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Und um mich weiterhin zu supporten, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheElCraft im Fortnite-Item-Shop oder generell im Epic Games Store eintragen. Außerdem, wenn ihr auch keine weiteren Streams mehr verpassen wollt, wie zum Beispiel den PC-Build-Stream, lasst auch gerne ein Follow auf Twitch da. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit der Kernkomponente des ganzen Setups, und zwar meinem neuen Gaming-PC. In dem PC ist ein Z490 AOS Elite AC verbaut, das heißt natürlich auch ein Intel-CPU, und zwar der Intel Core i9-10850K. Sehr, sehr starke CPU, zu einem vor allen Dingen ziemlich guten Preis, und dazu kommen dann nochmal insgesamt 32 GB 3000 MHz RAM von Crucial in der weißen Version, und den habe ich tatsächlich auch schon overclockt. Der läuft nämlich auf 3200 MHz mit CL14-16-16-35, auf jeden Fall auch extrem krasser RAM. Grafikkarte ist tatsächlich gleich geblieben wie schon im letzten PC, die RTX 2070 Super. Dann gibt es dazu noch einmal eine 256 GB NVMe SSD als Systemfestplatte, wo nur Windows drauf ist und ansonsten nichts, wirklich viel mehr drauf ist. Zusätzlich dazu, weil es natürlich nicht ausreicht, gibt es dann eine 1 TB SATA SSD von Crucial, die MX500. Das Ganze wird dann bepowert von dem Be Quiet Pure Power 11 in der kabelmodularen Variante mit 600 Watt. Auch ein sehr, sehr nice Netzteil. Zusätzlich zum Netzteil habe ich mir allerdings noch Custom-Kabel gekauft. Dann wird das Ganze von einer Custom-Wasserkühlung gekühlt mit einem 360mm Radiator. Insgesamt 7 Alpenfühne Wingboost-Lüfter befinden sich im PC, und dann haben wir eine EK-Pumpe, zusätzlich AlphaCool Hardtubes, genauso wie den AlphaCool CPU-Block. Da funktioniert leider die RGB-LED noch nicht, da muss ich mir noch ein extra Kabel kaufen, deshalb wundert euch nicht, warum es da im Prinzip noch so dunkel aussieht. Und das Ganze ist dann in einem Fantex P500A in einer weißen Digital RGB-Variante verbaut. Auch ein sehr, sehr nices Case mit sehr, sehr geilem Airflow, kann ich definitiv nur weiterempfehlen. Und tatsächlich funktioniert der PC auch sehr, sehr gut. Ich hatte schon Fortnite ein paar Runden gespielt, 240 FPS locker konstant in Arena und allem, schaffe ich das auf jeden Fall, 360 FPS auch locker im Creative Mode möglich. Es gibt aber natürlich noch viele weitere Komponenten neben dem PC, die ebenfalls natürlich zum Gaming Setup gehören. So zum Beispiel meine drei Monitore, da habe ich nämlich einmal den MSI 27 Zoll VQHD 144 Hertz Monitor. Den gibt es tatsächlich mittlerweile nicht mehr zu kaufen, aber der hat immer ursprünglich 350 Euro gekostet, und deshalb nehme ich auch übrigens immer die Preise, wie viel ich eben halt für die einzelnen Sachen bezahlt habe und nicht, was eben halt heutzutage irgendwelche Straßenpreise davon sind. Dann habe ich als meinen Main-Monitor, worauf ich immer zocke, den Alienware AW2521HF, ein Full HD 240 Hertz Monitor, auch ein sehr, sehr geiler Bildschirm mit einem IPS-Panel. Und dann habe ich als drittes noch einen Acer 60 Hertz Monitor. Dann haben wir zunächst natürlich noch die ganzen Peripheriegeräte. Einmal da habe ich als Maus die Cooler Master MM710, dann die HyperX Alloy Elite RGB, das Ganze auf einem Corsair MM350 Mauspad, auch ein sehr, sehr nice Mauspad. Dann habe ich als nächstes natürlich noch mein Stream Deck XL, auch eine der besten Sachen, die ich mir jemals gekauft habe. Dann benutze ich zum Ausleuchten der Facecam zwei Schreibtischlampen, die ich schon seit langer Zeit habe. Ich glaube, jede von denen kostet irgendwie 60 Euro oder so, aber die hat man, wie gesagt, schon seit langer Zeit. Irgendwann werde ich da auf jeden Fall auch noch auf normale Keylights upgraden. Als Facecam habe ich dann die Logitech Streamcam, auch eine sehr, sehr nice Cam. Dann habe ich als Mikrofone das Auna Mic 900B. Das ganze Setup steht dann einmal auf einem IKEA-Schreibtisch, den habe ich auch schon seit Ewigkeiten, deshalb weiß ich auch überhaupt nicht, wie viel der kostet, deshalb wird es auch nicht in die Rechnung zum Gaming-Setup reingenommen. Dann habe ich neben dem IKEA-Schreibtisch auch noch einen weiteren Schreibtisch, wenn man das überhaupt Schreibtisch nennen kann, denn das sind einfach nur vier Getränkekisten aufeinander gestellt, wo zwei Holzbretter drauf liegen, die sogar einfach zu viel mit dem Schrankmal geliefert wurden, weshalb der Tisch im Prinzip komplett kostenlos ist. Soweit ist es auf jeden Fall alles zum direkten Gaming-Setup, aber es gibt natürlich auch noch zum einen meine Hintergrundbeleuchtung, und vor mir habe ich natürlich auch noch die ganzen Schaltermatten mit der RGB-Wand dahinter. Diese ganze Wand hat insgesamt, glaube ich, 75 Euro gekostet, und hinter mir natürlich das RGB-Logo, hatte, glaube ich, insgesamt circa 200 Euro gekostet, plus minus ein bisschen was. Damit sind wir auch schon mit der Setup-Tour für 2021 durch. Ich hoffe, es hat euch das Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir wie immer natürlich gerne Feedback in die Kommentare, und ich werde wahrscheinlich, wenn dieses Video auch online ist, wieder live auf Twitch sein. Schaut doch gerne vorbei, und dann natürlich bis gleich im Stream oder bis zum nächsten Video. Ciao.